Hallo und herzlich willkommen zurück zu Das Grauen aus der Tiefe, der Gesang der Sirene. Hier ist Sabine die Cat. Und wir haben jetzt alle drei Puppen beisammen. Das heißt, wir gehen zurück Richtung Straße und dann rechts rein zu Pfandle. Da gehen wir hier vorne her. Können die drei Puppen einfügen. Platziere das Spielzeug in den Regalfächern, sodass jede Reihe und Spalte jeweils nur ein Spielzeug derselben Art enthält. So, ich fange mal mit dem Roboter an. Den platziere ich gleich mal so schräg hoch. Ist der nächste. Dann nehme ich die Maruschka. Die Puppe ganz hinten. Den hierher. So, dann habe ich mal die unterste Reihe. So, das ist die zweite von unten. Dann soll das so ausschauen. Arbeitet man sich von unten hoch. Die Reihe passt auch so. Dann nehmen wir uns jetzt die oberste vor. So soll das Ganze dann ausschauen. Dann geht's weiter zum Wimmelbildspiel. So, suche und verwende. Da haben wir mal ein Messer. Das Messer nehmen wir jetzt, um die Waschmaschine zu öffnen. Dann nehmen wir uns das Tuch, gehen damit hier zu der Obersch, also zum drehen den Wasserhahn ab, trocknen das Kabel. Dann gehen wir zu der Batterie. Da können wir das Kreuz nehmen und können auch gleichzeitig mal die Batterie hier hinten aufschrauben. Dann gehen wir links her zum Erste-Hilfe-Kasten. Da fügen wir das Kreuz ein. Dann haben wir einen Verband, also eine Spritze, Handschuhe. Mit der Spritze können wir sich jetzt hier von der Batterie die Säure holen. Dann gehen wir zum Kühlschrank. Da verätzen wir das Schloss. Holen uns mit den Handschuhen den Eisblock raus. Gehen zu der Mikrowelle rechts oben. Da haben wir das Verlängerungskabel. Legen den Eisblock rein. Dann kriegen wir eine Kurbel. Mit der Kurbel gehen wir zum Radio. Da kriegen wir den Code 974. Den geben wir beim Telefon ein. Kriegen einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel sperren wir hier das Kästchen auf. Und dann kriegen wir die Lötlampe. So, das wäre es auch hier schon wieder. Dann gehen wir vor zum Brunnen. Wiederhole die Reihenfolge der wasserspeienden Fische, um den Brunnen zu entleeren. So, dann haben wir links oben, Mitte unten, rechts oben. Rechts unten. Rechts oben, links oben, links unten.
Dann haben wir hier den zweiten von links. Links oben. Zweiten von rechts. Rechts oben. Und Mitte. Links oben. Zweite von links. Mitte. Zweite von rechts. Und rechts oben. Dann gehen wir vor. Das können wir jetzt einmal entfernen und mit der Lötlampe aufschweißen. Dann geht's runter in den Untergrund. So, hier gibt es wieder einen Papagei. Der ist hier oben auf dem Balken. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen warten, bis er sich zeigt, der Lackel. Da ist er. Papagei Nummer 10. Hier haben wir eine neue Karte. Dann gehen wir nach rechts. Da haben wir mal verschiedene kleine Embleme. Look out, Hornets. So, hier können wir dann nichts weitermachen. Das heißt, wir gehen vor. Können wir mal alles entstauben. Hier haben wir ein Teil für eine Pistole, ein Donnerbüchsenschloss. Gehen zurück zum Tisch und bauen uns eine Pistole. Da ist die Gebrauchsanleitung. Das heißt, das Schloss, der Abzughahn. Wie baue ich eine Pistole? Gut. Das gehört mal hier oben hin. Das hier hinten. Das hier unten. Dann brauchen wir Pulver. Das gehört natürlich vorne hin. Jetzt kommt das Pulver. Die Kugel. Und dann stopfen wir das Ganze noch fest. Und dann haben wir eine Pistole. Damit gehen wir jetzt hier vor zu der Tür. Schießen uns den Weg frei. Gehen rein zu den Katakomben. Da haben wir wieder einen Papagei. Gerade noch erwischt. Hier drüben links. Auf der rechten Seite können wir jetzt den Teer noch runterkratzen. Und dann haben wir das nächste Wimmelbildspiel vor uns. So, dann schauen wir sich mal um. Hakenhand. So. So, ein Teil fehlt uns noch. Okay, Blindheit schlägt mich gerade. Wo hat es sich versteckt? Da ist es oben, mein Gott. Brille aufsetzen. Wir kriegen auf jeden Fall einen Blasebalg. So.
So, jetzt gehe ich komplett raus hier. Zurück in die Taverne. So, hier rein. Da wartet nämlich das nächste Wimmelbildspiel auf uns. So, wir brauchen Baseballschläger. Nummernschild war hier. Wasserhahn. Schnapsglas. Signalfahne. Lassen wir mal aus. Spielkarten. Trichter, Glocke, Bürste. Trichter, Glocke, Bürste, Signalfahne, Nüsse, Gabel, Reibe, das sind die Spielkarten. Die Reibe ist hier drinnen. Gut, dann haben wir einen Baseballschläger. Dann gehen wir hierher zu der Registrierkasse. Platziere die Kassentasten in der richtigen Reihenfolge, um beide Reliefplatten neu zu ordnen und die Schublade zu öffnen. Gut, wir brauchen mal hier oben den Fischkopf. Die 20 kommt hierher. Hierher. So. Der kommt gleich hier unten hin. Die 1 kommt hierher. Die 200 hierher. Der Silber hier. Die 10 hier. Und der Schwanz hier unten. Also so soll das ausschauen. Vorne Fisch, unten Silber. 1, 2, 3, 10, 20 bunter Fischkopf. 100, 200 bunte Schwanzflosse. Dann kriegen wir Matrizenteil 2. Und Dekodierplatten. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Gehen vor zum Torbogen. Hier ist das nächste Wimmelbildspiel. Wir müssen Kämme suchen. So, zwei Stück noch. Einer noch. So, dann haben wir alle. Dann kriegen wir einen Kamm. Damit gehen wir gleich weiter. Vor zum Tor. Straße. Hier haben wir eine Perücke. Da holen wir sich jetzt eine Haarlocke. Und dann gehen wir rein in die Pfandlei. Hierher. Da können wir jetzt die Dekodierplatten hinlegen. Finde und klicke alle Symbolpaare an, um die Abfolge einzelner Symbole aufzudecken, die einen tieferen Sinn haben. Also mal Memory. Oh, das war laut. So, das heißt, wir haben erstmal die ersten drei Symbole. Jetzt wird es ein bisschen gefinkelter.
sie. Okay. Die zwei waren's. Dann haben wir auch die nächsten zwei Teile. So, dann gehen wir zurück zur Straße. Vor zum Brunnen. Runter in den Untergrund. Rechts zum Ofen. Da verscheuchen wir mal die Hornissen. Nehmen wir uns den Totenkopf. Fischfluch. Ich liebe unseren großzügigen Bürgermeister ebenso wie alle anderen Prätorianer. Da kannst du jeden fragen. Ich weiß, dass er unter großem Druck handeln musste und sein Geschäft mit David Jones uns vor Armut und dem Ruin rettete. Er ist ein prächtiger Bursche und Anführer. Aber dennoch muss ich gestehen, dass dieser Fischfluch widerlich ist. Er hat uns innerhalb weniger Tage entstellt und unsere Gesichtszüge in schreckliche Fratzen verändert, die tiefste Kreaturen ähneln. Unsere Finger sind durch Gewebe miteinander verbunden. An unserem Hals haben wir Kiemen. Ich kann mich selbst nicht mehr ansehen. Abscheu. Die Stadtmenschen begegneten uns mit Abscheu und Ekel. Wir versuchten, sie unter Kontrolle zu halten, auch mit äußerster Gewalt, aber nichts half. Die Mädchen sehen uns hart arbeitende Prätorianer angeekelt an. So sind wir zu einem einsamen Leben unter der Herrschaft des Bürgermeisters verdammt. Die Verwandlung des Bürgermeisters war die schlimmste. Er sieht jetzt wie ein riesiger, wütender Hai aus. Hoffnung. Ich habe kürzlich gehört, dass sich der Fluch nun auch auf die Menschen der Stadt auswirkt. Vielleicht habe ich bald wieder Chancen bei der Damenwelt. Nun gut, dann gehen wir raus. Vor zu den Katakomben. Unten zu der Tür her. Hier ist übrigens noch ein Oktopus. Den dürfen wir nicht vergessen. Dann gehen wir rein. Totenkopf hierauf. Führe jedes Juwel zum richtigen Schädel, sodass am Ende jeder Schädel gleichfarbige Augen besitzt. Benutze die leere Aussparung als Zwischenstation. Das ist eigentlich relativ einfach. Wir schicken das mal nach rechts. Das in die Mitte. Die zwei runter. Das oben nach links. Den lilanen nach links. Und jetzt brauchen wir nur noch den grünen hoch. Und den orangenen nach rechts. Und das war's dann auch schon. So, rein ins Labyrinth. So, hier sehen wir mal gar nichts. Das heißt, wir nehmen die Gasflasche mit. Versuchen noch mit dem Feuerzeug Licht zu machen. Was nichts bringt. Das heißt, wir gehen zurück in die Küche. Schließen mal die Gasflasche an. Nein, das hier. Drehen den Herd an. Zünden das Ganze an. Stellen den Topf mit dem harten Teer drauf. So, das Rezept liegt übrigens hier, das habe ich gar nicht gezählt. Wenn du die letzte Fackel abgebrannt hast, solltest du daran denken, deinem Prätorianerkollegen für die Wache im Labyrinth eine neue zu bringen. Das ist einfach. Baseballschläger, Teer, Flamme und Haare. Haben wir alles? Das heißt, wir tunken den Baseballschläger rein. Wickeln die Haare drüber. Und das war's auch schon. Wir müssen sie nur noch anzünden. Dann haben wir eine Fackel. So, jetzt gehen wir noch schnell rein ins Labyrinth. Fackel her. Und den Code nicht vergessen. So, wir brauchen als erstes hier das Windsymbol. Das heißt, wir müssen geradeaus. Nach rechts. Geradeaus. Nach links. Nach rechts. Und geradeaus.
und das war's auch für heute. Ich mache jetzt wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke anzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss!